Servus, Hildegard. Hallo. Du bist aber heute früh dran, oder? Nee, du bist spät eher. Ich hab's Essen warm gestellt. Aha. Ich hab heute schon mit dem Pachmeier telefoniert. Aha. Der hat's erst gar nicht glauben können, dass wir zwei zurücktreten. Hast du ihm schon gesagt, dass du zurückgetreten bist? Ja, das hab ich grad gesagt. Ach so. Das Gesicht hätte ich sehen mögen. Mei. So kurz vor der Wahl steht er jetzt mit seiner Partei ohne Kandidat da. Ja, gefreut hat er sich nicht gerade. Aber ich bin froh. Dieser ewige Streit zwischen uns, das ist nichts für mich und für dich doch auch nicht, Hildegard, oder? Nee. Ich hätte es jetzt auch nicht länger durchgehalten. Wir haben in unserer Ehe immer an einem Strang gezogen. Und so muss es auch wieder werden. Weißt du, und deshalb bin ich ganz besonders froh, dass du mich jetzt bei meinem Wahlkampf unterstützt. Ich bin ja wahrscheinlich die nächste Bürgermeisterin, denn es gibt ja keinen anderen Kandidaten mehr. Und die Leute sollen auch wissen, dass mein Mann hinter mir steht. Ich hab gedacht, wir treten beide zurück. Charmant und hilfsbereit er heute im Garten war. Er hat sich richtig um mich bemüht. Wieso sollte er das machen, wenn er eigentlich was von Rosalie will? Oder er gehört zu diesen Männern, für die eine Frau sofort uninteressant ist, sobald sie sie erobert haben. Warum kann ich ihn nicht einfach vergessen? Was eine Berührung. Ein Kuss. Wenn ich jetzt schwach werde und er mich dann wieder enttäuscht, das ertrage ich kein zweites Mal.
kommt mir bekannt vor. Was? Der Prinz mit dem verlorenen Schuh. Ach so. Erst mal rein. Du bist in meinen Armen gestorben. Als ich aufwachte, da dachte ich, dir sei wirklich was passiert. Tja, wie du siehst, lebe ich noch. Alles ist gut. Ich könnte es nicht ertragen, wenn du stirbst. Glaubst du, ich kann seelenruhig schlafen, wenn du dich da draußen rumtreibst? Noch dazu in deinem Outfit. Das Outfit habe ich für Smyslov angezogen. Ich habe mich mit ihm im alten Wirt getroffen. Und wie du siehst, ich habe überlebt. Was hast du mit dem Kerl gemacht? Ich habe mit ihm einen Deal ausgehandelt. Und der war ganz umgänglich, hat sich drauf eingelassen. Und wie sieht dieser Deal aus? Ich nehme jetzt erstmal ein schönes heißes Bad. Lenk nicht ab, was habt ihr vereinbart? Das willst du gar nicht wissen. Du hast ihm doch wohl nicht hoffentlich den Watteau angeboten. Also Ersatz für den Franz Marc. Ich lass nicht zu, dass du das Gemälde aus dem Hotel klaust. Das hättest du dir vorher überlegen müssen, bevor du den Franz Marc zurückgeschickt hast. Du tickst doch nicht mehr ganz richtig. Was glaubst du, was der mit mir anstellt, wenn ich ihm nicht dieses Bild liefere? Ist dir dieses blöde Bild wichtiger als ich, oder was? Natürlich nicht. Aber es muss doch eine ehrliche Lösung geben. Ja, wenn du mir 30.000 besorgen kannst, schon. Scherzkeks. Gibt's denn keine andere? Ich muss das Bild klauen. Wie willst du denn das machen? Die Polizei ist hinter dir her. Mir fällt schon was ein. In der Badewanne kommen mir immer die besten Ideen.